Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Dann schauen wir mal, was das hier für eine schöne Waffe ist. Ach, schade, ist nur ein Sender. Ich dachte, ich könnte damit rumballern. Ja. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Ich hätte nicht mal gewusst, dass es ein Sender ist. Na gut, Aloy ist die Expertin. Warum auch immer. Ich erkenne da ein cooles Schwert drin. Ist egal. Einmal ins Terminal einloggen. Was haben wir denn da oben für ein schönes Ding? Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Ein riesen USB-Stick mit WLAN-Antenne wahrscheinlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Zeniths dann nach dem Ziel gesucht? Und wieder erkunden wir eine Far-Zenith-Ruine. Ja, macht euch Spaß. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Na, Aloy jinxt es etwas, nicht. Das du hochjagen kannst. Oh, schauen wir mal. Ich jag gern Dinge hoch. Da können wir die Treppe entlang und da hinten ging es runter. Weiß jetzt nicht, was wir als erstes machen sollen. Gut, ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Hey, hey, hey. Nicht schon wieder anfangen mit deinen Ausweichmoves. Mach den Louis mit meiner Tastatur. Beziehungsweise vielleicht zucken einfach meine Finger. So stahlschnelle Reflexe. Obwohl Stahl ist nicht besonders bekannt dafür, dass er besonders schnell ist. Na gut. Dann fällt mir irgendwann was anderes ein. Zeug. Ich frage mich, was sie hier gemacht haben. Weiß nicht. Ich weiß nicht, kenne. Haben sie hier Erstaunliches entdeckt. Ja, und Schlüssel und Fleisch in Truhen gesteckt. Ja. So, da kann man nicht durch. Das klingt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist es auch wahrscheinlich. Ach, ich bin so gut mit Wörtern. Was für eine Ektogenese? Wozu dienten sie? Zum Ektogenisieren? Ich wurde gemacht, nicht geboren. Ja. Damit geht das. Ah, Spermaschleudern. Das ist unglaublich. Ich gehe runter. Hui. Der Ort hier ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Dafür sind ziemlich wenig Truhen hier. Vielleicht lagern hier Atombomben. Wie in Dune 2. Warum auch immer. Ist das ein Countdown? Also, nee. Wie kommt England mit all dem zurecht? Die Zeniths, der Fokus. Wieso labert ihr gerade beide übereinander? Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte Der ist ja auch verliebt in mich. Er ist loyal. Das steht fest. So, ich hab's nicht besser gemacht, indem ich auch noch drüber gelabert habe. Eine Steuerkonsole. Für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Weiß ich doch nicht. Finden wir es raus. Oh, Loot. Ja, damit. Das ist ein tolles Ding. Das hab ich noch nie gehört. Zumindest nicht von einer Frau. Von mir selber ständig. So. Da können wir auch rein, bevor wir die Steuerungssoftware überschreiben an der Konsole. Hier ist ja gar nichts drin. Wieso mal die Tür auf? Vielleicht ein zusätzlicher Fluchtweg nachher. Da ist auch irgendwas. Ich schätze, da muss ich was reindingeln. Na, erstmal muss ich das hier rausdingeln. So. Genug gedengelt. Jetzt wollen wir mal weitermachen. Ja, Code eingeben. 1, 2, 3, 4. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Nichts. Steht im Protokoll. Oh, muss ich Protokolle lesen? Ich glaub's ja nicht. Notizbuch. Datenpunkte. Notsignal. Quest. Eingeseift. Das wird's nicht gewesen sein. Befehl. Phantomanweisung. Notsignal. Leck mich 237. Ich war nur eins daneben. 236 Behälter werden gelagert. Ja, das stimmt nicht. So. So nah dran. Kommt da jetzt die KI auf mich zu? Bitte bleib nicht stecken und lass mich elaboriert klettern.
Das muss nicht sein. Lass mich lieber auf Sachen schießen. Da drin bin ich einigermaßen in Ordnung. Ja, da ist er doch. Ein Mensch. Hi, Aloy. Ich bin auch Aloy. Ja. Gib für jeden meiner Verehrer dann eine Aloy. Das bist du. Das ist ein anderes Ich. Kein Eis. Ja, wir müssen mich aufwecken. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Das ist nicht gut. Drauftreten. Das Teil sieht gefährlich aus. Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich gut fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss nur das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hoffentlich nicht. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Eleuthia, Artemis und Apollo. Was? Die haben Artemis und Apollo? Ja. Du musst Erfolg haben, sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Danke, André Aloy. Also... Wir tauen dich aber noch kurz auf, oder? Sie lebt noch. Wir müssen sie zurückbringen. Oh oh. Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist ja, los, Eren? Klar und deutlich. Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Okay. Komm hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Die mach mal fertig. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Mhm. Oh, ganz schön schwer. Aber nicht so schwer wie ich. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ich kann es nicht zur Wahl und dem Klon lassen. Das klingt sinnvoll. Kann ich hier rein? Was heißt, ich soll mich vorbereiten? Ich soll Fallen legen? Ich habe keine Fallen mehr. Vielleicht. Falle. Hui. Da kommt sie. Schnitzel essen. Ich muss noch ein Schnitzel essen. Oder Schockfallen. Hässliches kleines Ding, was? Wieso explodieren die Fallen? Kann ich nur zwei gleichzeitig setzen? Scan doch mal. Au, 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 au. Ich wusste, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Komm in das Schockteil. Ich sollte das Ding scannen. Vielleicht hat es Schwachstellen. Ja, wer weiß das schon. Es mag keine Säure, das ist ja wunderbar. So, meine Tastatur spinnt heute tatsächlich. Ich schieb das aber trotzdem mal auf meinen Skill. Also so schlecht kann die Tastatur gerade auch nicht sein. Aber das hat echt keine... Das chillt nicht viel. So, Säure. Meersäure. Mutsäure. So soll das sein. Und stirb! Und stirb schneller. Geht. Zu wenig Ausdauer. Scheiße. Kollege, lass dich mal abschießen. Hast du eine Waffe oder sowas? Dann wäre cool. Wäre sehr hilfreich. Ah, du hast ja zwei Blaster. Die schießt man dir am besten mal weg. Kann ich doch gar nicht damit umgehen. Ein Fortschritt. Ich bin echt gut darin, Schwänzen auszuweichen. Das macht die Erfahrung. Willst du dann mal sterben? 80? 53? Aloy, auf die Geschütze! Sobald sie oben sind.
obwohl es geht. Oh, so viel zum Schwanz ausweichen. Komm mal näher. Komm mal näher, Kollege. Ah, Mist. Hätte ich mehr Schnitzel essen müssen. Nein, keine Munition. Warte kurz, warte kurz. Ja, ich... Kannst du ruhig mal länger ausgefahren lassen. Das ist gar kein Problem hier. Und weg hier, Eloy. So. Voll auf die Fräse. Komm schon. Klapse aus. Ja. Mist. So kurz davor. So, aber wir kriegen es ja auch so platt. Ist nicht besonders stark. Oh, ein Glück ist es gegen die Hindernisse da geprallt. Hätte mich volle Breitseite erwischt. Schau, wieder keine Munition. Wir treffen doch alle. Oh, jetzt hat's auch mal getroffen. Stirb! Noch einen Tick schneller. Ah! Her mit deinen Innereien. Okay. Geht es dir gut, Aloy? Ja, ja. Ja, ich bin auf dem Weg besser. Nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay, ich komme nach, wenn die Luft rein ist. Sind das Geschütze oder? Nö. Dachte, ich könnte die nochmal absprengen. Ist das ein Geschütz? Vektordüse. Ab ins Inventar damit. So, da kann ich nichts mehr machen, glaube ich. Ja, die Falle sammeln wir ein. Ja, damit. Ja, damit. So, nochmal nachcraften, auch die Säurepfeile. Weil da sollen ja noch zwei andere von den Biestern sein. Vielleicht war es deshalb nicht so schwach. War es deshalb nicht so stark. Das schauen wir uns mal an. Und weiter geht's. So, irgendwas. Tatsächlich noch was zum Aufheben. Hätte ich beinahe nicht mehr gescannt. Explosiver Schlamm. Immer her damit. So, ich muss dann wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Ja. Hoffentlich bleibt Erend in Deckung. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden ihn mal wieder retten. So, nach oben, nach oben, nach oben. Geht's hier nach oben? Sieht nicht danach aus. Hier geht's zum Loot. Die haben doch bestimmt mitbekommen, dass eins ihrer Phantome jetzt am Arsch ist. Weil es da definitiv nicht hingehört. So. Ah, die epischen Teile müssen wir hier schon aufsammeln. Und wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich was scannen. Auch wenn ich es wahrscheinlich erstmal nicht lesen werde. Habe ich das gescannt? Jetzt habe ich es zumindest gescannt. So. Hat sich nicht erneut gemeldet, dann werde ich es wohl schon durchgenommen haben. Nach oben, nach oben, nach oben. Noch 150 Meter und das zu Fuß. So, Phantom, wo bist du? Aloy! Oh, oh. Erend! Das Phantom schaltet auf stur, es hat mich festgesetzt. Du sollst doch in Deckung bleiben. Ich bin gleich da. Beeil dich. Boah, der klingt echt verletzt. Hoffentlich. Klingt echt gut. Ich muss zu Erend. Der hat sich doch gerade erholt gehabt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Erend, ich bin hier. Ja, dem geht's gut. Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Vielleicht ist das Ding ja verrückt. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Auf in den Kampf. Sobald du mich brauchst, bin ich da. Ja, mach mal. Mist. Auf die Geschütze. Mist. Vielleicht sollte man das auch mal scannen. Schwach gegen Säure. Hab schlechte Nachrichten für das Teil. Es wird mit Säure beschossen. Wieso brenne ich jetzt? Finde ich uncool. Finde ich relativ unsympathisch tatsächlich. Vorsichtig mit dem Zeug. Ja, dafür haben wir sie. So, die ich bin doch noch ausgewichen. Kann aber verstehen, dass es nicht gezielt hat. So, jetzt mal weg hier. Und
mutig. Aloy. Mut. Genau das will ich sehen. Die passende Gesichtsbemalung für den Kampf. Wenn man noch so weit leben. Du hast dir die Falschen ausgesucht. Ja, würde ich auch sagen. Such dir nächstes Mal schwerere Gegner. Wir sind ja bald tot. Aloy, für dich. Komm nur. So, ich muss mal einen Trank nehmen. Oder ein regionaler Eintopf. Bester Zeitpunkt. Au, 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 au. Kann ich nicht mal meinen Eintopf in Ruhe essen? Nein. Das hilft. Jetzt ist wieder alles. Alles tutti. Da ist es ja. Au, au. Ich weiche aus. Muss mal meine Tastatur dabei filmen. Haha. Einmal erfolgreich ausgewichen. Was macht denn eigentlich mein Bolzenwerfer? Soll ich nochmal zuschlagen? Oh, du Arsch! Nein, Gesundheitstrank war ausgewählt. Ja! Yeah. So, dann gehen mir aber die Helfer-Items wirklich aus. So. Ist gleich tot. Ist gleich tot. Wäre zumindest die Hoffnung. Ich hab Hör mal auf. Ausdauer. Ja. Hey, Lord, dann mach. Munition. Ja, an Munition mangelt's mir nicht. Guck mal. Au. Ich stehe mich echt nicht gut an. Wer hat mich jetzt angegriffen? Au. Au. So viele regionale Eintöpfe habe ich nicht. Oh, da liegen ja Pflanzen. Ausgewichen, ausgewichen. Keine Munition, scheiße. Helf-Item. Liegen hier überall Pflanzen rum. Ich hätte nur mal die Dinger aufmachen müssen. Wie nennt man das? Die Augen. So. Wenig Ausdauer. Dann nochmal Mut. Ich wollte nicht springen. Mut. Mehr Nahkampfschaden. Besser als weniger Nahkampfschaden. So, voll auf die Geschütztürme. Da, wo es weh tut. Also, wenn man genügend Helf-Items hat, sind die gar nicht so schwer. Ja, habe ich gut erledigt. Waffe. Ich will damit schießen. Was ist denn jetzt mit dir los? Wieso glüht Ehren so? Hä? Soll das so? Aloy, sieh. Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Wieso funkelt Ehren jetzt so? Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Leute? Gut, worauf warten wir dann? So sollte es nicht sein. Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Die hätte ich gerne. Echt? Niemand kommentiert, dass Ehren so ruht. Na gut. Wenn ich ist vielleicht die Kälte. Werden die Sinets vielleicht nicht so. Ach so, die andere Waffe. Ich hätte gern die Waffe hier. Der Schnee schmilzt auf meiner Kleidung. Hui. Kann ich das nicht wirklich scannen? Pfeilgewehr, also von dem Pirscher hier. Die hätte man natürlich verwenden können. So, was haben wir da? Nur Mist. Na gut. Das werden wir auf jeden Fall hier noch looten. Aber Wal ist echt stark. Der hat die echt hier die ganzen 500 Meter oder was das waren hochgetragen. Alle Achtung. Da hätte ich schon wieder mich über Kreuzschmerzen beschwert, bevor ich den ersten Schritt gegangen wäre. So, dann untersuchen wir nochmal die Waffe. Leider nicht die gute Farsinet-Waffe, sondern die Waffe, die gegen ihre Rüstung hilft. So. Wie funktionierst du? Indem du verkohlt bist. Na gut. Da ist ja so ein Kristall drin. Nein. Ja.
Das ist jetzt nicht gut gelaufen. Das sieht gefährlich aus. Na gut. Macht bestimmt Spaß, damit Tennis zu spielen. Oder Golf. Das Loch wäre ja groß genug. Analyse zu Gaia bringen. Wieso sind wir jetzt wenn wieder wir hier? Nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen? Der klingt gut. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Das ist schön. Was haben wir denn hier? Haben wir meine Maschinenstreitfiguren gesehen? Sind das Hopfen? Wieso suchst du nicht im Lager? Vielleicht sind sie da, wo du das... Ja, jetzt lass mich erstmal zu Gaia. Eins nach dem anderen. Gaia. Hab hier so ein rundes Ding. Hilf mir mal damit. Willkommen zurück. Jo, danke. Aloy, wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Sie war's. Ja, ich hab außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen, aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen. Moment, führe Scan durch. Na ja, gut. Du bist doch eine ganz gescheite AI. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber aha, nicht, wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Oh, das ist hintermopsig. Sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Ja, du bist doch eine gescheite AI. Mach selber eine Waffe. Mit deinen Daten zu ihm komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay, eins nach dem anderen. Mhm. Tja, ich guck wohl besser nach dem Klon, bevor ich wieder rausgehe. Ja, würde ich sagen. Sie hat sich in den Wartungsbereich unter uns zurückgezogen. Val ist bei ihr. Na, sehr gut. Im Wartungsbereich wird ja auch gewartet. Okay. Ciao, Gaia. Danke, Gaia. In Gaia könnte man ein bisschen selber hier ranklotzen. Waffen entwickeln und all das. Soll ja relativ klug sein. So. Die Alten bemalten ihre Gesichter also mit etwas Namen. Ja, die bemalten ihre Gesichter mit Fingerfarbe. Aloy! Hi. Gut, dass du heil zurück bist. Ja, gleichfalls. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich... Vor der Tür? Hi, andere Aloy. Hallo? Hallo. Jemand zu Hause? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es eine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Die braucht Stoff? Das sind logisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man ich bin doch ganz nah hier. Tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Bitteschön. Hilft dir beim Fokussieren. Deswegen heißen die so. Fahr hoch. Ja, funktioniert wieder alles. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Ganz über ruhig. Dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das
wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Farzenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also... Also das ist scheiße für die... Sind die Nachbarn von Farzenith von einem sterbenden Planeten geflohen? Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Auf die gute altmodische Weise. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Na gut, um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Ja, das ist nicht gut für die, die da gerade drauf leben. Deine Flucht über die Zeniths, Plan für die Erde, hat sie ja gerade gesagt. Herkunft auch, deine Flucht, ja, Wie das vielleicht. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Test zu Fuß wahrscheinlich. Ich gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen, hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Warum? Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Jo, dafür bin ich hier. Und als die Zeniths Eleuthias Position in der biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Ja, bist genauso klug wie ich. Na gut. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erstmal. Willst du nach oben kommen oder... Also wie lang? Wenn? 15 Zentimeter an guten Tagen. Wann kann Gaia eine Maschine bauen, die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch 2 weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Okay, reg dich ab, andere Aloy. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mal, wer die Zeniths wirklich sind. Herzukommen, mein Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist zu weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder wird sterben. Hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ausatmen. Du bist jetzt hier, oder? Ganz tief ausatmen. Du kannst irgendwie helfen. Du könntest rumstenkern und mich beleidigen. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Biobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay. Aha. Ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Tschüss. Also das, die ist eine Ärschin. Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komme später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Tja. Ich werde die Welt schon retten, keine Sorge da hinten. Dann werden wir wohl Silence Waffe nicht benutzen. Noch nicht. Wir haben noch einen weiteren Klon von Elizabeth bei uns. Noch einen weiteren? Ich will mich davon nicht ablenken lassen. Also sie. Ich muss noch 2 nachrangige Funktionen auftreiben. Ja, ich gebe mein Bestes. Hier hat jemand eine Quest für mich. Ja, nicht. Das ist etwas sie. Errennt. Ich weiß. Was willst du? Man will irgendwie auf etwas einschlagen. Wohl eher auf jemanden. Hi. Hey. Ja, anwesend. Ich sehe mal nach, wie es dir geht. Du meinst, was brauchst nachdem du? Wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Mhm. Für dich ist es bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Huh? Habt ja keine Zwillinge. Paul meinte, sie könnte uns in eurer Gesellschaft. Vielleicht. Da ist etwas, das ich besprechen möchte. Es geht um die Landgötter. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Deswegen bin ich hier raus mit der Sprache. Landgötter. Du wolltest über die Landgötter sprechen? Ja. Man könnte sie womöglich heilen, sodass sie Reinklang wieder mit Getreide versorgen können. Gaia gab mir einige Anweisungen. Sie nannte es
Neustartcode. Seltsames Wort. Noch nie gehört. Wird ihre Störung enden. Das ist großartig. Vielleicht. Der Weg ist steinig. Und schwer? Wenn der Tod nicht von Hephaestus kommt, werden die Landgötter ihn verweigern. Gaia weiß, wie man das umgeht. Wir brauchen Teile namens Kontrollkerne aus Maschinen, die von Hephaestus stammen. Maschinen ähnlich den Landgöttern. Kein Problem. Grimmhörner. Wie das beim Kampf in der Werkstatt. Ja, Gaia hat mir geholfen, im Westen zwei zu finden. Gut. Die Maschinen erledigen, die Kontrollkerne holen, um damit den Neustartcode so anzupassen, dass die Landgötter gehorchen? Wenn alles gut geht. Aber zwei Grimmhörner zu erlegen, wird nicht einfach. Ah, bestimmt. Wir machen's gemeinsam. Was? Sei gesegnet. Ich schicke dir die Position der Maschinen. Wieso? Na gut. Tschüss. Ich muss jetzt weiter. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Dein Schritt erblühe auch. Na gut. Aloy. Oh, in der Kiste haben wir noch? Vorräte gesammelt. Nimm dir, danke schön. Ich brauche alles. So, will hier noch jemand mit mir quatschen? Nochmal Gaia? Ich glaube nicht. Fortgeschrittene vertikale Schockfalle. Das ist doch mein Nachname. Woher weiß das Spiel das immer? So. Und Lagerfeuer voraus. Ich würde nämlich... Okay. Ladesequenz zwischendrin. Ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.